Applaus bitte für Linda Effner und Jürgen Lee. Linda, ich fange mit dir das an. Ich habe du hast dich mit dem Mann eingespielt. Das war gut, Herr Johannes, kann das vertrauen, oder? Ja, wir haben es gut eingemacht. Yvonne, zweites Spiel mit einer kürzester Zeit, mit einer kurzen Pause. Irgendwie, glaube ich, den Zuschauern ist es nicht gegangen wie mir. Man hat nicht gemerkt, dass du irgendwie angestellt bist. Was war das? Doch, man ist auch immer angespannt, aber angestellt war ich nicht. Und ansonsten, Linda, ich hätte fast gesagt, ich bin 5 Stunden groß. Ich weiß, von Michael Schnabel, der saß nicht auf mich. Ihr habt euch auf den Master dran gemacht. Der scheint offenbar für die Jugend aufgegangen zu sein. Ja, wir stehen die ganze Zeit in der Bundesliga zusammen. War das sozusagen jetzt so wie immer? Oder hat es auch irgendwas, hast du gesagt, ich spiele schon doppelt bei einer deutschen Meisterschaft? Das war anders als in der Bundesliga. Du bist ja im 14. Leben der Einzelstunde oder sagst du, nö, das war gar nicht so. Das ist auf jeden Fall was anderes. Was bedeutet es dir, den Titel verteidigt zu haben? Ja, wir sind in der Kapitel. Und ja, ich war auch noch so gesagt, dass ich das denke. Und ja, habe ich mir Spaß gemacht. Und bei dir, Yvonne, muss ich natürlich als letztes fragen. Wir hatten so einen Max im letzten Jahr, der hat 2 Titel geholt. War du offenbar nicht anstrengend genug, hat er gesagt, schon die 2-3 Disziplinen. Ist zu erwarten, dass wir dich in der nächsten Deutschen Meisterschaft hier im Mix sehen werden? Gleich nächstes Mal, ich bin nicht in 30 Minuten. In diesem Sinne, euren riesen Applaus bitte nochmal für die